Just Eve ist ein junges, aufstrebendes und dennoch europaweit bekanntes Münchner Modelabel. Stars wie Sylvie Mais, Annemarie Carpendale, Claudia Effenberg und Bar Raffaeli zählen zu den Fans der sexy und modernen Mode. Wobei, sollte das nicht eigentlich auf jegliche Mode zutreffen? Naja, wir haben gestern mal nachgefragt, was bringt das eigentlich, wenn solche Stars die eigene Mode tragen? Gestern wurde nämlich die neue Kollektion Fashion Spring Fever bei Just Eve vorgestellt. Und Mann, 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 war das ein Star-Aufgebot. Und die haben alle Kleider von Just Eve im Schrank. Wie wohl so ein Kleiderschrank einer echten VIP aussieht? Dann macht mich das sehr stolz. Ich finde es toll und ich bin sehr selten selbst stolz auf mich, aber es gibt Momente, da klopfe ich mir auf die Schulter und denke mir, boah Eva, da kommen jetzt Leute auf dich zu, die wollen deine Marke und nicht du musst irgendwelche Leute betteln oder fragen. Genauso wie bei Germany's Next Topmodel. Die standen da, haben gesagt, Eva, wir haben 2 Jahre hintereinander so geil gearbeitet, die Fotos waren mega, die Kleider sahen super aus, hast du nicht wieder Lust, was zu machen? Das kann einen stolz machen. Wenn ich was Wichtiges habe, gehe ich zu Eva und Eva steckt mich in etwas, das dann aussieht, als hätte ich Ahnung von Mode. Was gefällt dir denn an ihrer Mode? Sie ist feminin. Also es gibt Designer, die mag ich ganz und gar nicht. Die sind homosexuell und stehen auf Frauen, die aussehen wie kleine Jungs. Und dadurch, dass ich vor der Schwangerschaft auch eine Figur hatte wie ein kleiner Junge, mag ich einfach Mode, die so ein bisschen Kurven zaubert und das Schöne in der Frau hervorhebt. Und das macht Eva, das macht Roberto Cavalli, Deutsch & Gabbana und Just Eve. Also ich habe von der Eva eben schon seit Jahren diese Hosen, die habe ich immer. Das sind so diese, die so Lederoptik sind und so ein Leggings-Style sind. Die habe ich, glaube ich, mittlerweile in 20 Farben. Also über Jahre angesammelt und die habe ich immer noch im Schrank und die kann man immer wieder anziehen und das passt immer wieder. Wie schaut denn der Kleiderschrank allgemein aus? Ist das so ein System oder ist es mehr so? Meine Schubladen sind ein Chaos. Ich habe teilweise wirklich Schubladen, da sind Pullis drin, da schmeiße ich dann einfach einen Pulli auf den anderen und ich weiß nicht, aber welcher wo liegt. Also da ist schon eine Ordnung drin, aber nicht wirklich zusammengelegt und nein. Kein System, gar nichts. Ich bin halt gebürtiger Türke. Mein Kleiderschrank ist natürlich picobello aufgeräumt. Das ist, da hat alles seinen Platz. Das ist alles gestapelt, das ist nach Farben sortiert, nach Größen sortiert, nach Saisonen sortiert und da kommt auch immer wieder mal was weg. Also das ist ja klar, man muss ja was wegschmeißen, damit man wieder was bekommt. Und also picobello, na das ist ein Chaos, das ist schrecklich. Ja. Bei mir ist alles, hat alles System. Ich habe einen Winterschrank, einen Sommerschrank, einen Mittelschrank. Also bei mir wird immer ständig hin und her geräumt auch, weil es muss immer ausgemistet werden. Und alles, was ich lange nicht angehabt habe, wird irgendwie ausgemistet. Also nee, ganz diszipliniert. Bei mir ist immer Ordnung im Schrank, kann man immer reinschauen. Also dürft ihr zwar nicht, aber ihr könntet theoretisch. Bei dir ein Kleidungsstück, dein Lieblingskleidungsstück, was völlig aus der Mode ist, aber was du nicht weggeben möchtest. Natürlich, mein ganzer Kleiderschrank ist voll von Teilen. Ich bin, hey, ich bin ein Homie
Ich habe T-Shirts mit Spider-Man, mit Superman. Ich habe Unterhosen, die haben Löcher drin. Und die liebe ich ohne Ende. Und die würde ich nie weggeben. Deswegen geht mir eigentlich Mode am Arsch. Ich finde es toll heute, was ich heute hier gesehen habe. Weil die geilen Perlen hier, Alter, die haben ja einen Chocolate Chip. War super geil. Aber Mode ist mir für mich, ich ziehe das. Schau mal, ich habe hier einen Sioux bei mir auf meiner Brust. Ja. So, er hat tolle Mode heute gesehen, aber er kauft sich trotzdem nichts Neues. Genau, ich ziehe das an, worauf ich Bock habe. Andere, es geht mir am Arsch vorbei. Ich lasse mich von dem Mainstream nicht beeinflussen. Und ein Kleid, ein Lieblingsstück bei der Frau, was nicht weggeht? Die hohen Schuhe. Ja. Nee, bei mir ist alles in Mode. Und zwar die Lederjacke, die ich gekauft habe mit 18, die habe ich halt noch. Gott sei Dank passt sie noch rein. Ich trage halt gerne Lederjacken, wie man sieht, und sehr oft die gleichen über Jahre hinweg. Aber das haben Lederjacken an sich. Je verrunzter sie sind, je getragener sie sind, desto besser sind sie. Ähnlich wie Lederhosen. Bei mir gibt es sicher nicht nur ein Kleidungsstück, was nicht mehr in Mode ist. Bei mir gibt es einen ganzen Schrank, der nicht mehr in Mode ist. Aber was ja das Schöne an der Mode ist, es kommt ja alles wieder zurück. Das heißt, ich habe in meinem hohen Alter jetzt über 30 gelernt, man darf einfach nichts wegschmeißen. Ich habe so eine Jeans von Sarah, die habe ich bestimmt schon 7-8 Jahre. Und die ist inzwischen so verwaschen und bestimmt nicht mehr cool. Wobei sie ist schon fast wieder cool, weil sie sieht so nach Berlin und out of, weiß ich nicht was aus, out of everything. Also die ist schon doch in meinen Augen sieht schon wieder cool. So uncool, dass sie cool ist.